Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe, lieber Kollege Bayer, mich ein bisschen gefragt, als ich Ihren Antrag gelesen habe. Er hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, was wir damit eigentlich jetzt anfangen sollen. Ich habe mich gefragt, ob Sie in der Piratenfraktion eigentlich noch miteinander reden, ob Sie die Initiativen, die es in diesem Bereich schon längst gibt, eigentlich kennen, ob Sie die mal zur Kenntnis genommen haben, ob Sie von Ihren Kollegen aus dem Innenausschuss schon mal beispielsweise über Open NRW und vergleichbare Initiativen gehört haben. Der Antrag liest sich doch so ein Stück weit und auch Ihre Rede hörte sich eben so ein Stück weit an, dass Sie sich in den Weihnachtsferien mal damit beschäftigt haben, was es alles so in diesem Internet gibt. Und dann sind Sie auf die Idee gekommen, Mensch, Mängelmelder sind eine feine Sache. Ich teile diese Einschätzung, dass Mängelmelder eine gute Sache sind, aber sie sind eben nicht besonders neu. Wir haben in den letzten Jahren, das haben Sie möglicherweise zur Kenntnis genommen, als grüne Fraktion ja sehr intensiv uns mit den kommunalen Angeboten im Netz beschäftigt. Dass Bonn gut ist, das haben wir schon vor 3 Jahren das erste Mal herausgefunden. Das haben wir im letzten Jahr beim Grünen Online-Check 2016 noch einmal bestätigt. Also das sind alles keine wirklich neuen Fakten. Und wir haben nachgezählt, von den 396 Kommunen gibt es derzeit, beziehungsweise Stand Anfang 2016, in 159 Kommunen Mängelmelder beziehungsweise Anliegenmanagement-System. Das bedeutet, einen gewissen Bedarf vor Ort gibt es durchaus. Es gibt aber eben nicht den Bedarf für die eine große Master-Plattform, die Ihnen da so vorschwebt. Man kann durchaus erkennen, dass es Unterschiede gibt zwischen den Mängelmelder-Systemen. Einige sind aus kommunaler Eigeninitiative entstanden, einige sind selbst gebaut, einige sind mit kommerziellen Anbietern gemeinsam entstanden, einige dann auch im Kreisverbund oder mit den öffentlichen IT-Dienstleistern. Und dann kann man natürlich auch feststellen, einige dieser Systeme sind besser und einige Systeme sind schlechter. Man kann aber nicht an der einen oder anderen Stelle pauschal sagen, so wie das Ihr Antrag auch unterstellt, und das finde ich nicht statthaft, diesen Vorwurf, einfach mal pauschal allen Mängelmeldern zu unterstellen, dass sie den Datenschutz verletzen. Das stimmt nicht. Das stimmt sowohl bei kommerziellen nicht als auch bei kommunalen nicht. Auch da gibt es jeweils große Unterschiede. Also das kann man alles so pauschal nicht beurteilen, wie Sie das dargestellt haben in diesem Antrag. Ich frage mich ganz ehrlich, warum soll das Land eigentlich für eine zusätzliche Struktur, die dann oben drüber oder quer zu allem irgendwie liegt, sich noch engagieren? Warum soll das Land dafür noch Ressourcen bereitstellen? Weil dieses Instrument Anliegenmanagement oder eben griffiger formuliert Mängelmelder, das ist breit eingeführt, es ist verankert. Kommunen, die das machen wollen, die machen das. Und die Kommunen, die das nicht machen wollen, die das nicht in ihren Workflow integrieren wollen, die haben das bisher eben nicht getan. Ich glaube aber dennoch macht es durchaus Sinn, dass man eben die Ressourcen, die das Land hat, nicht für Systeme einsetzt, die schon längst eingeführt sind, sondern dass man sich dann eben sehr genau anschaut, wie sieht die Landschaft aus und wie können wir Innovationen in die Landschaft tragen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, beziehungsweise wir haben uns im letzten Jahr auf den Weg gemacht. Wir haben ein bundesweit vorbildliches E-Government-Gesetz hier im Landtag beschlossen, aber nicht nur das E-Government-Gesetz, sondern wir haben auch ein Landesprogramm E-Government auf den Weg gebracht, wo auch ein Förderprogramm drin ist, das Kommunen im Bereich E-Government, Open Government und Open Data voranbringen soll. Dieses Jahr stellen wir dafür 2,5 Millionen Euro bereit im Landeshaushalt. Die gehen in eine Beratungsstruktur für Kommunen, die sich auf den Weg machen wollen in diesen Bereichen. Die gehen in den Aufbau von Servicekonten und die gehen auch, und das finde ich besonders wichtig, eben in den Bereich innovative Projekte zu fördern im Bereich E-Government beziehungsweise Open Government oder auch Open Data. Dafür, alleine für diesen letzten Block, stehen 500.000 Euro bereit. Ich freue mich da sehr auf die Projekte, die da aus den Kommunen kommen. Die unterstützen wir sehr, sehr gerne. Für das, was Sie gerade neu entdeckt haben, gibt es aus unserer Sicht keinen Bedarf. Vielen Dank.